Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist es endlich soweit und zwar können wir ab heute den Aquaman-Skin freischalten, solange man natürlich alle vorherigen Challenges auch schon erledigt hat. Allerdings kommt heute eben halt die allerletzte Challenge dazu raus und dazu werde ich euch in diesem Video die Lösung zeigen und wahrscheinlich oder vielleicht werden auch noch ein paar weitere Challenges für ein paar weitere Items zum Aquaman selbst kommen. Wenn ihr dazu natürlich nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen und morgen werde ich euch dann im Shop wieder natürlich auch einmal die Shop Aktualisierung zeigen. Wahrscheinlich werden da irgendwelche Items auch zu Aquaman passend reinkommen, aber habe ich heute nicht mehr die Zeit zu, deshalb kommt es erst morgen im Shop-Video. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt allerdings als erstes mal die Lösung der Challenges. Die Challenge ist wie gewohnt relativ simpel, man muss lediglich einfach nur eine Dreizack bei der Koralleninsel finden. Die Koralleninsel befindet sich hier links oben über Sweaty Sands neben dem großen Strudel, der zurzeit ja deaktiviert ist und dann befindet sich dort hinter im Prinzip, wenn man von Sweaty Sands Richtung Starterinsel schaut, genau in der gleichen Linie ein kleiner Stein und auf der Spitze des Steins dort oben drauf befindet sich dann der Dreizack. Wie gesagt, ist dort an dieser Stelle, also wie gesagt links neben dem Strudel, etwas nordwestlich von Sweaty Sands und etwas südlich von The Shark und dann ist hier so eine ganz, ganz kleine Insel dort ganz oben auf der Spitze, muss man dann einfach nur einmal den Dreizack einsammeln, sollte man relativ gut sehen können, müsste ungefähr so groß sein wie hier so ein Skin und wie gesagt, einfach einmal hier genau an dieser Position interagieren und dann habt ihr auch schon die Challenge fertig und damit habt ihr dann auch schon direkt den Aquaman freigeschaltet, also wirklich eine sehr, sehr simple Challenge. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, wenn es so sein sollte, lasst gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.